Hi zusammen, Johannes hier vom Pull Up & Dip und ich zeige euch heute die Automontage von 360. Und zwar fangen wir an, dass wir den oberen Autoadapter am Baum fixieren. Hier tue ich einmal den Gurt entsprechend ausrichten, fädel den dann hier durch die beiden Ösen vom Autoadapter. Ziehe den einmal so komplett durch und dann platziere ich den Autoadapter einfach auf der gewünschten Höhe. Gehe hier einmal um den Baum rum, versuche das Ganze immer auf Spannung zu halten. Und hier ist dann wichtig, dass ich diese Öse vom Spanngurt mir entsprechend hindrehe. Tue ich mir hier einfacher den Gurt hier durchzufädeln. Ziehe das Ganze dann einmal durch, quasi bis die Schnalle am Baum ist oder die Ratsche, und bringe das Ganze dann hier auf Spannung. Wenn man jetzt will, kann man auch noch zusätzlich dieses überstehende Gurtende hier hernehmen und das Ganze als Verlängerung nehmen und den Gurt noch mal ein bisschen zusätzlich spannen. So, der nächste Schritt ist dann, dass ich den Superbelt hier in den Autoadapter einhänge. Dazu einfach ganz easy hier das Metallblättchen hier einhängen, gucken natürlich, dass diese Backel nach vorne zeigt. Jetzt kann ich auch schon mal im nächsten Step hier diese untere Schnalle fixieren auf dem Gurt. Das ist wichtig eben, dass die D-Öse nach vorne zeigt, zu mir hin. Dann lasse ich den hier so erstmal hängen, weil dann weiß ich auch, auf welcher Höhe oder beziehungsweise auf welcher Position ich den zweiten Adapter anbringen muss unten. Da auch wieder das Gleiche. Ich fädel hier einmal den Gurt durch den Adapter, bringe dann diesen Spanngurt einmal um den Baum. Hier auch wieder das gleiche Spiel. Ich bringe den Gurt hier durch die Ratsche. Da muss ich jetzt eben schauen, dass es ungefähr auf einer Höhe ist zu dem oberen Adapter. Da hilft mir eben hier der Superbelt, der nach unten hängt. Sprich, ich fixiere das Ganze jetzt hier. Kann hier wieder die Verlängerung nehmen, um das nochmal zusätzlich zu spannen. Genau, jetzt kommt eigentlich schon der letzte Step. Und zwar hängen wir jetzt unten diese Metallplatte hier wieder ein. So. Und spannen dann den Gurt. Das Ganze hier natürlich schön fest. Genau, das war's schon. Ziemlich leicht, wie man sieht. Und wenn man will, kann man jetzt natürlich auch noch diese überstehenden Gurtenden, wenn die einen stören, kann man die auch noch zusammenbinden und hier oben einfach an der Ratsche fixieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und viel Spaß bei der Installation.